Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Sky Factory 2.5 und wir sind immer noch auf der Suche nach den Tropfen des Glücks. Ja, dazu brauchen wir aber hier die Träne der Göttin, das ist inzwischen durchgelaufen. Und da sind auch wieder ganz viele, ja, Beiprodukte angefallen, die ich jetzt erstmal einsortieren muss, weil mein Inventar voll ist. Das mit dem Kreuzchen, der faule Dampf kommt dahin. Ja, nicht in der Tür hängen. Und die Träne der Göttin, also der Schleimball könnte dann auch mal weg. Haben wir doch schon welche, genau. So, und ich habe jetzt wieder keine Ahnung, wozu ich die Träne der Göttin gebraucht habe. Ist schon wieder ein Tag her. Eine Wünschelrute für Wasser. Aha. Gut, macht hier wahrscheinlich eher wenig Sinn. Netherwarze wollte ich jetzt auch nicht herstellen. Ja, was wollte ich denn? Tropfen des Glücks wollte ich, genau. Ja, Mutandis Extremis. Kultiviertes Böse, Träne der Göttin, Netherwarze und Alraunenwurzel. Hatten wir da nicht schon irgendwo was liegen? Mutandis Extremis, Alraunenwurzel und eine Netherwarze warzt hier auch irgendwo umher. Nämlich da. So, ob jetzt die Reihenfolge wieder wichtig ist, ich habe das noch nicht so ganz gepeilt, ehrlich gesagt. Also es fängt hier an mit Alraune, Nether, Träne, Böse, Mutandis. Na dann. Schon daneben geworfen, da geht's dann los. Ach ja. Ach, gucke mal. Immer schlecht, wenn man kein Wasser im Kessel hat. So geht's aber nicht. So. Alraune. Nether. Träne. Böses. Mutandis. Ach, und heute sind wir mal wieder grün. Die Farbe der Hoffnung. Macht er jetzt was? Hab ich was vergessen? Was haben wir denn vergessen? Haben doch alles drin. Alles in der richtigen Reihenfolge. Im Cauldron. Tropfen des Glücks. Was ist da los? Hallo. Hey. Ja. Irgendwas ist da jetzt schiefgegangen. Oder brauche ich da jetzt noch so ein Fläschchen? Brauchen wir da ein Fläschchen? Nö. Ja, das ist jetzt ja doof. Irgendwas ist bei meinem tollen, teuflischen, tollkühnen Plan in die Hose gegangen. Denn gleich gucken nochmal zusammen, am Alraune, Nether, Träne, kultiviertes Böse und Mutandis Extremis reingeschmissen. Das sollte eigentlich ein Tropfen des Glücks bringen. Ja, stattdessen blubbert hier irgendwas Grünes vor sich hin. Es war auch überall nur eins, also ganz merkwürdig. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof gelaufen, denn jetzt habe ich hier irgend so was Angefangenes in meinem Töpfchen drin und weiß nicht, was ich damit anstellen soll. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so schnell bin, wie ich jetzt sein müsste. Wie ich sein müsste, um das Rätsel zu lösen. Ich glaube, hoffe, ihr seht mir das mal nach, dass wir uns jetzt mal ein bisschen den Kessel da angucken. Und sagen, oh, ist der Kessel so schön, ah, oh, ist der schön. Ja, denn die Eingeweihten wissen, was ich jetzt inzwischen mache, denn mein Mauszeiger ist jetzt gerade
Ja, bewegbar, frei in der Gegend. Und da kann ich nämlich jetzt ganz schnell mal nachgucken. Ich glaube, es wird aber langsam dunkel, oder? Ah, seht ihr mal. Inzwischen lerne ich das, dass ich, wenn ich woanders bin, sowieso immer in die Nacht reinkomme. Ja, hier steht aber nichts. Nichts Besonderes. Nicht, dass man bei Nacht das machen müsste oder dreimal drum rumspringen. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Man kann hier auch die Sachen nicht wieder rausnehmen. Das heißt, das Einzige, was mir jetzt bleibt, ist, den Topf wieder abzubauen. Dann sind natürlich die ganzen Inhalte weg. Ja, also wenn ihr einen Fehler gefunden habt, könnt ihr es mir gerne hinschreiben. Ich habe ihn nicht gesehen. Tut mir echt leid. Also. Achso, wir sind hier nicht bei Direwolf. Ich kann es ja mit der Hand abbauen. Ja, ich tue euch jetzt aber, oder beziehungsweise ich tue mir auch den ganzen Kram jetzt nicht nochmal an. Weil wir haben jetzt ja den Weg dahin jetzt folgenlang begleitet mit diesem Herstellen von irgendwelchen Vorprodukten und so weiter. Das müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Deswegen besorge ich mir jetzt mal, denn wenn ich schon hier Witchery spiele, dann kann ich hier auch meine Magie anwenden, die ich nämlich beherrsche. Und jetzt haben wir Tropfen des Glücks. Ich werde das aber trotzdem nochmal ausprobieren, was da jetzt genau das Problem war. Das interessiert mich nämlich. Also für mich war kein Fehler zu erkennen, aber das hilft ja nun auch nicht weiter. So, wir waren aber ja dabei, hier die Rotsteinsuppe irgendwie herzustellen, ne? So war das doch. Jetzt zeigt er das wieder nicht an. Das ist auch irgendwie interessant. Die Rotsteinsuppe. Mit Witchery Rotsteinsuppe. Genau, da fehlt jetzt nur noch eine Alraune. Und das Ganze, ach, das muss wieder im Kessel passieren. Ach, wie schön, das hatten wir doch eben schon mal. Das hat ja das eben schon mal so gut geklappt auch, ne? So, wir haben sowieso nur noch eine Alraune, also ist das jetzt so eine Art jetzt oder nie. So, diesmal mache ich aber erst Wasser rein. Das ist auch immer so ein Spaß. Mache ich erst Wasser hier rein. So, mal gucken, ist jetzt hier die. Wollte schon sagen, ist jetzt hier die Reihenfolge auch wieder wichtig? Ich glaube, mein Kessel ist kaputt. Ja, ich glaube, ich mache irgendetwas Fundamentales falsch beim Brauen von Dingen. Scheint jedenfalls so zu sein. Ich weiß auch nicht was. Ein bisschen blöd. Ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen was zum Vorzeigen hier haben und nicht so ein Mist hier. Es ist jetzt natürlich irgendwie. Ich habe offensichtlich irgendetwas nicht verstanden. Das muss es einfach sein. Oder lag das jetzt doch irgendwie an der Reihenfolge? Aber das war doch eigentlich soweit. Das Tolle ist, man kann jetzt hier auch nichts rausholen. Das ist jetzt wieder verloren. Oder braucht man dafür vielleicht auch von dieser Dingsbums, ne? Ihr wisst schon, von diesem Altar-Power-Zeugs. Könnt ihr nochmal den Kelch da nochmal draufstellen, ob sich dann was tut. Ja, schön. Ich weiß einfach zu wenig Kraft.
Darf ich jetzt noch was dazu werfen? Nö. Oder hätte ich sie tatsächlich doch nur ins Crafting-Feld legen müssen? Das wäre jetzt natürlich der Witz, aber hier steht ja Kessel. Also. Andererseits ist das ein Handwerksfenster. Hm. Wartet mal, die Hundezunge. Okay, Alraune haben wir jetzt gerade nicht. Oh. Ich besorge jetzt einfach nochmal die Zutaten. Ja, und werfe hier Sachen der Gegend rum. Das läuft ja klasse heute. Ihr seht schon, Witchery ist also offensichtlich nicht ganz so einfach in der Handhabung. Es ist... So, Alraune. Leder. Aus Wolle. So, packen wir erstmal weg. So, und ich glaube, die anderen Sachen, die hatte ich ja noch über. Ne? Das war jetzt nur noch Belladonna und Redstone. Ja, Redstone haben wir dabei. Redstone. Und die schöne Donna, die holen wir uns hier aus dem... Töpfchen, wollte ich schon sagen, aus der Kiste. So, die Reihenfolge habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Also, ich glaube so. Aber es stand ja eindeutig eigentlich auch Kessel dran. Also, können ja gerne nochmal vergleichen. Das wäre hier Redstone Zunge, Tropfen, Bella. Okay, Redstone Zunge. Tropfen Bella und so und nein. So geht's auch nicht. Also war es tatsächlich irgendetwas. Kann ich hier noch was dazu werfen, um die ganze Sache noch ein bisschen zu verschlimmern? Gucken wir mal. Nö. Okay. Gut. Ja, das ist dann heute eine Folge des Scheiterns, jetzt habe ich noch das Feuer ausgemacht und mir ist der Kelch verbrannt, weil ich natürlich, ich bin ja gerade im Kreativmodus. Ach, das läuft aber, ne? Wunderbar, ich bin ja total begeistert, also von mir selbst auch heute. Gut, den Kessel hätte ich sowieso abbauen müssen, das, ach, da brauchen wir wieder diese komische Farbe für, ja. Ja. Atmen wir mal alle kurz durch und überlegen, was könnten wir denn jetzt noch mit dieser angefangenen Zeit machen? Wahrscheinlich nichts Sinnvolles, oder? Vielleicht sollte ich auch mal den Game Mode wieder wechseln. Ich glaube, das wäre einfacher. Nein, nicht da. Ja, eine Vogelscheuche wollte ich mir eigentlich auch mal bauen. In der Hoffnung, dass wir das hinkriegen. Da brauchen wir nur gequältes Garn für. Braucht man das immer? Das will ich jetzt machen. Irgendein Erfolgserlebnis muss man haben. Also so, egal wie mies so eine Folge läuft, irgendwas muss funktionieren. So, 3 Stöckchen, 4 Wollblöcke und gequältes Garn. Da brauchen wir verbiesterte Baumwolle für. Das hört sich schon so an, als hätten wir sie nicht. Okay. Verbiesterte Baumwolle habe ich auch keine. Ei, 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 ei. Ja, höchst erfolgreich. Und ich würde auch sagen, an dieser Stelle enden wir dann auch die Versuche mit Witchery. Jedenfalls in Bezug auf hier meine ganz normale Sky Factory Welt. Ganz einfach. Hier kann man Dinge tun, bei denen ich mir auch nicht sicher bin, ob ich die hier in meiner beschaulichen Welt auch machen möchte. Dinge, die ziemlich gefährlich sind, man kann irgendwelche Dämonen beschwören und ja, also ich weiß nicht so, vielleicht können wir ein paar Tränke brauen, das sieht relativ harmlos aus, Gebräu der Froschzungen oder so, allerdings geht das auch wieder nur im Kessel, da habe ich ja eben schon mal so tolle Erfahrungen mitgemacht, wie gut das geht, außerdem brauche ich dafür den Zeh eines Frosches, also ihr seht schon, das sind ganz merkwürdige Zutaten und ja, wollen wir uns jetzt immer hier stundenlang Folgen geben, wo ich da verzweifelt irgendwelche Zutaten zusammenrühre, in der Hoffnung, dass es funktioniert?
Ich glaube eher nicht und deswegen verlagern wir es wirklich jetzt in Richtung der Testwelt. Da komme ich schneller an irgendwelche Sachen dran und da ist es da nicht so problematisch. Und jetzt hänge ich auch gerade noch herrlich. Ja, die Tinkers Schmiede läuft, das ist ja wenigstens etwas. Das freut mich und ich pausiere jetzt einfach hier die ganze Geschichte und werde mich ein bisschen, ja, zum Ausprobieren verziehen, denn da kann ich dann irgendwelche Beschwörungskreise machen und versuchen, Geschöpfe miteinander mutieren zu lassen und also Dinge, die man lieber tut, wenn keiner zuguckt. Sprich, in der Testwelt und wo man auch nichts kaputt machen kann, denn ich weiß ja nicht, wenn man hier so einen Dämon beschwört, ja, was macht der dann? Explodiert der, legt der alles in Schutt und Asche, macht der die Türme kaputt, man weiß es nicht und ich will es auch so nicht rausfinden. Deswegen mit dieser absoluten gescheiterten Folge verabschiede ich mich von, ja, meiner LP-Welt mit Witchery. Wir sehen uns dann morgen wieder und dann geht es kreativ in der Spezialwelt und dann sehen wir Resultate und jetzt sollte ich mal schlafen. Ich sage Tschüss, macht's gut und bis nächstes Mal.